Hallo liebe Schüler, heute erkläre ich euch die Rechengesetze zur n-ten Wurzel. Wir beginnen mit folgendem Beispiel. Dritte Wurzel von 2 mal dritte Wurzel von 4. Dazu merken wir uns, die Rechengesetze bei Quadratwurzeln gelten auch bei n-ten Wurzeln. Das heißt, n-te Wurzel von a mal n-te Wurzel von b ist gleich n-te Wurzel von a mal b. Wir machen also aus zwei kleinen Wurzeln eine große Wurzel. Auch bei unserem Beispiel, wir machen jetzt aus zwei kleinen Wurzeln eine große Wurzel, also dritte Wurzel von 2 mal 4. 2 mal 4 ergibt 8 und die dritte Wurzel von 8 ist 2, denn wenn ich wieder zurückrechne, 2 hoch 3 ergibt wieder 8. Beispiel b. Vierte Wurzel von 128 geteilt durch die vierte Wurzel von 8. Auch bei der Division machen wir n-te Wurzel von a durch n-te Wurzel von b ist n-te Wurzel von a durch b. Wir machen also wieder aus zwei kleinen Wurzeln eine große Wurzel. Auch bei unserem Beispiel. Wir machen jetzt aus diesen zwei kleinen Wurzeln eine große Wurzel, nämlich die vierte Wurzel von 128 durch 8. 128 durch 8 ist 16 und die vierte Wurzel von 16 ist 2. Wenn wir wieder zurückrechnen, ist nämlich 2 hoch 4 wieder 16. Und das war's auch schon. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an Klassenkameraden und Freunde weiterempfehlen würdet. Bis bald!